Also schauen wir mal, was der Wald macht, der Odenwälder Wald. Ziel für nachhaltige Entwicklung, so nennt sich das Waldfonds. So, da geht's jetzt neu. So, jetzt gucke ich mir erstmal an, was die alles hier ausstellen. Das Leben am Bach. Ja, also, was man schaut, wenn man das macht. Die Welt, so sehe ich das auch. Braun, brauen wir den Wald. Senckenberg, da ist auch heute Abend jemand da von Senckenberg. Die Wälder der Welt in Zahlen. Kannst ja. Aber da gibt es ja auch sehr viele. In Zahlen. Ja, genau, ja. Ich hätte am 4. November gehabt. Nee, das könnte man machen. Ich habe auch gemacht. Ich habe Masterarbeit gemacht. Nee, ist noch Masterarbeit. Französisch Guyana, Treuberg. So. Geht's dann hier los? Das Mikro passt, oder? Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung, die Wälder, das Klima und wir. Offensichtlich sind wir dabei auf ein recht großes Interesse gestoßen, auf ein Interesse an Generationengerechtigkeit, an Nachhaltigkeit oder, wie ich gern sage, auch an einer enkeltauglichen Zukunft. Mit den Auswirkungen unseres Tuns auf das Klima und die Wälder und vor allen Dingen auch auf die Lebensumstände der Menschen im globalen Süden werden wir uns in den nächsten 2,5 Stunden befassen. Und ja, wir freuen uns, wie schon gesagt, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sie, die Bürgerinnen und Bürger aus dem ganzen Kreisgebiet, wie wir eben festgestellt haben. Vertreter der Verbände und Institutionen, ich will da mal den BUND und den NABU erwähnen, aber auch der Odenwaldclub ist da. Ich freue mich natürlich auch, dass die politischen Vertreter da sind und sehen Sie es mir nach, dass ich nicht alle namentlich begrüßen kann, aber dennoch einige Namen will ich nennen. Zuvorderst natürlich herzlich willkommen, Landrat Frank Matjaske. Herzlich willkommen auch an den Hausherrn, an Bürgermeister Jörg Springer. Den Bürgermeister von Fränkisch-Krumbach, den Herrn Erik Engels. Ja, auch Ihnen herzlich willkommen. Und ich möchte auch ganz herzlich meine Kollegin auf Kreisebene begrüßen, Eva Heldmann, die Vorsitzende des Ausschusses für Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz. Und ganz besonders möchte ich auch begrüßen Frau Dr. Jutta Weber vom Geopark, die nach einem ganz anstrengenden Tag trotzdem den Weg zu uns gefunden hat. Das finde ich ganz super. Herzlichen Dank. Und ich freue mich jetzt mal im Namen der Stadt, sage ich mal ganz einfach, ganz sehr auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit. Ja, und zu den Hauptpersonen des heutigen Abends möchte ich auch ganz kurz nur was sagen, das wird dann unsere Moderatorin übernehmen. Herzlich willkommen an Dr. Kastner, an Ralf Tebel und an Thomas Mecke. Und ja, es freut mich außerordentlich, dass wir so eine überaus kompetente Moderatorin gewinnen konnten, Frau Heike Böhler. Frau Heike Böhler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Darmstadt im Institut für Politikwissenschaften. Und ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der vergleichenden Policy-Forschung
insbesondere im Bereich Klima- und Energiepolitik, und sie koordiniert den Arbeitskreis Energie, Klima und Umwelt an der TU. Herzlich willkommen, ganz super, dass Sie heute da sind. Ja, ich werde gleich übergeben, aber ich muss noch so ein paar Worte in eigener Sache loswerden. Die meisten kennen mich, mein Name ist Karin Lichtblau. Ich bin die Vorsitzende vom Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss der Stadt Peuberg und Verantwortliche für das Projekt Waldhandeln und damit auch für den heutigen Abend. Und es ist mir ein großes Anliegen an der Stelle, allen Mitwirkenden zu danken, unserem Team. Dazu gehören auch die Verwaltungsmitarbeiterinnen, die Jennifer Martinetti, Eva Marx und auch die Andrea Schwarz, die total engagiert und begeistert uns und mich wirklich an jeder Stelle unterstützen. Und ich möchte natürlich auch meinen Kolleginnen und Kollegen danken. Ich nenne nicht alle namentlich, aber die Alexandra Benz, meine Stellvertreterin im Umweltausschuss. Ja, gemeinsam arbeiten wir an diesem Projekt und gemeinsam klappt das auch. Und das ist eine ganz, denke ich, eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit. Ja, und ganz zum Schluss noch ein Wunsch, ein ganz persönlicher Wunsch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hoffe und wünsche mir, dass der heutige Abend kein Ende ist in dem Prozess zur Nachhaltigkeit, sondern uns alle motiviert, gemeinsam weiterhin darauf hinzuarbeiten, dass wir eine nachhaltige und generationengerechte und eben enkeltaugliche Zukunft hier auf lokaler und auf regionaler Ebene bekommen. Und damit ganz herzlichen Dank und jetzt übergebe ich. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Lichtblau. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und Sie durch dieses sehr, sehr spannende Programm führen darf. Wir fangen gleich an mit zwei Grußworten. Der Bürgermeister und der Landrat haben sich es nicht nehmen lassen, Sie heute hier persönlich zu begrüßen. Wir kommen dann zu unseren drei Experten, die uns jeweils einen ganz eigenen Einblick geben in das Thema die Wälder, das Klima und wir. Sie führen uns vom globalen, von der weltweiten Dimension von Nachhaltigkeit bis hier in den Odenwald zum ganz lokalen, was hier vor Ort im Odenwälder Wald gerade passiert, und zeigen uns quasi auf, wo sind denn die Herausforderungen, die Risiken, die Gefahren, aber auch die Chancen in einer globalisierten Welt, in der Nachhaltigkeit in Indien genauso zusammenhängt mit der Nachhaltigkeit hier bei uns direkt vor der Haustür oder mit dem, was wir an Auswirkungen produzieren bei unserem ganz normalen täglichen Einkauf im Supermarkt. Wir starten jetzt mit dem Grußwort. Gegen 19.15 Uhr kommen wir zu den drei Experten, die uns jeweils einen kurzen Einblick geben werden. Danach gibt es die Möglichkeit für kurze Verständnisfragen ihrerseits. Größere Fragen, Diskussionsfragen haben wir dann am Ende Zeit. Nach den drei Vorträgen werden alle drei Experten hier vorne Rede und Antwort stehen, sodass wir so gegen 21.30 Uhr hier die Veranstaltung beenden werden. Vielen Dank, ich freue mich auf einen spannenden Abend und der Landrat hat als nächstes das Wort und darf Sie nochmal ganz offiziell begrüßen. Ja, liebe Frau Böhler, Frau Lichtblau hat sich in ihrer unnachahmlichen, charmanten und nachhaltigen Art und Weise sich nicht nehmen lassen, den Bürgermeister und mich zu bitten, ein Grußwort zu sprechen. Und wer mal mit der Karin zu tun hat, der weiß, ihr kann man nichts abschlagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle sehr, sehr herzlich heute Abend begrüßen. Bin so richtig froh für die Einladung und dass es wirklich in den Terminkalender gepasst hat, weil hier ein Thema heute Abend zur Sprache kommt, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Das Thema der Wälder, unseres Odenwaldes. Und es ist natürlich selbstredend als Landrat des Odenwaldkreises, dass man auf dieses wertvolle Gut schaut, auf dieses wertvolle Gut baut und alles dafür tut, dass auch künftige Generationen noch sehr, sehr lange von diesem reichen Schatz dann auch profitieren. Umwelt- und Naturschutz sind eigentlich schon sehr lange wichtige Themen. Eigentlich.
Und die Politik beschäftigt sich auch schon sehr lange damit, eigentlich. Es wurde diskutiert, wurden Nachhaltigkeitsziele erarbeitet, Klimaziele erarbeitet. Und irgendwann war der Tag da, wo sie verwirklicht sein sollten. Und man hat festgestellt, wir haben die nicht erreicht. Dann verschiebt man die einfach mal ein paar Jahre. Und aus ein paar Jahren sind ein paar Jahrzehnte geworden. Und es geht immer weiter nach hinten. Und so ein richtiger Zug, der war eigentlich nicht an diesem Thema die ganze Zeit festzustellen. Und dabei ging es doch eigentlich ganz einfach. Ich habe so Anfang der 1980er Jahre, das war so die Zeit, wo sich die Grünen gegründet haben, Führerschein gemacht. Und ich weiß, schon damals war eine Diskussion, ist es eigentlich so sinnvoll, dass man in Deutschland auf Autobahnen so schnell fährt, wie man will oder wie man kann, wenn mal gerade kein Stau ist? Oder wäre es nicht sinnvoll, ein Tempolimit einzuführen? Und Klimaschutz kostet jetzt durchaus auch Geld. So ein Tempolimit wäre ganz einfach umzusetzen. Man müsste eine Verordnung erlassen und morgen wäre sie gültig. Man müsste keine Schilder produzieren. Ganz im Gegenteil, man könnte welche abhängen. Und ich bin gerade dieser Tage auf eine sehr interessante Zahl gestoßen, die Länder, die in der OECD organisiert sind, das sind insgesamt 36 an der Zahl, Organisationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und da sind alle wichtigen Industrienationen dieser Welt Mitglied. Raten Sie mal, in wie viel dieser 36 Länder es ein Tempolimit gibt auf Autobahnen. Ich habe die richtige Zahl gehört, in 35. Und insofern ist es auch absolut nicht nachvollziehbar. Ich habe das auch unseren Bundestagsabgeordneten kommuniziert, weswegen das vor wenigen Wochen im Bundestag eine Abstimmung war und das Thema ist abgeschmettert worden mit dem Argument, ja, die deutsche Automobilindustrie, die muss doch die schnellen Autos entwickeln und es kauft doch keiner mehr diese schnellen großen Autos, weil wir sind Exportweltmeister, was das Thema Automobile anbelangt. Und in diese 35 Länder, die ein Tempolimit haben, verkaufen wir so viele Autos, viel, viel mehr, als was wir in Deutschland verkaufen. Und insofern ist das Argument auch in keinster Weise stichhaltig. Ja, der öffentliche Druck ist da. Gott sei Dank. Und es ist eigentlich toll, dass uns junge Menschen dann erstmal das bewusst machen, was lange Jahre und Jahrzehnte Protagonisten, die auch hier im Saal sitzen, immer wieder angesprochen haben und so wie der Don Quixote oftmals gegen Windmühlen auch angerannt sind. Ich war letzte Woche in Berlin und hatte so ein paar Minuten Zeit, mal in der Buchhandlung zu schauen, weil ich auf den Zug wartete. Und ich habe Ihnen zwei Hefte mitgebracht. Geokompakt, unser Wald. Ein Heft, das sich komplett um das Thema Wald dreht, in all seinen Facetten. Und Wohllebenswelt. Wohllebenswelt, das Geokompakt, widmet sich jetzt nur einmal dem Thema Wohllebenswelt, widmet sich regelmäßig. Ich glaube, alle 4 Wochen kommt so ein Heft raus oder alle 3 Monate. Diesem Thema und Wohlleben, dahinter steht Peter Wohlleben, Deutschland bekanntester Förster. Herr Meckes, Sie sind der zweitbekannteste. Und der Peter Wohlleben war vor gar nicht allzu langer Zeit bei Markus Lanz gewesen. Und er hat dort einen Satz gesagt, der mich persönlich dann sehr zum Nachdenken gebracht hat. Peter Wohlleben sagte nämlich in dieser Sendung, wir haben hier in Deutschland eigentlich keinen naturbelassenen Wald, wir haben hier ausschließlich Plantagen. Jetzt weiß ich, dass das auch in der Forstwelt und in der Fachwelt umstritten ist. Herr Mecke, ich weiß, als ich Bürgermeister hier war und wir haben uns über Forsteinrichtungen unterhalten, und gerade Karin Lichtblau hat gesagt, ja, wir müssen doch mal Strategien entwickeln, gewisse Teile des Waldes aus der Beförsterung herauszunehmen, dass Sie dann zu Recht darauf hingewiesen haben, ja, jeden Festmeter Holz, wo man vielleicht hier aus der Beförsterung rausnimmt, müssen wir dann aufwendig aus dem Ausland exportieren.
Und diese Diskussion müssen wir in der Tat führen, wie wir an dieses Thema herangehen. Aber ich denke, die Zeit ist reif, genau das auch so proaktiv zu diskutieren und zu überlegen, was sind denn da kluge Ansätze. Und lieber Jörg Springer, da ist die Stadt Breuberg vorbildlich. Ihr habt euch auf den Weg gemacht. Ihr habt auch einen tollen Erfolg dieses Jahr gehabt mit eurer Zertifizierung und vor allen Dingen im Ranking den tollen Erfolg, den Platz, den ihr belegt habt. Und da sage ich Dankeschön an die Breuberger Kommunalpolitik, die diesen Weg mitgegangen ist. Hat auch gesagt, wir verzichten bewusst auf Einnahmen und ganz im Gegenteil, wir bringen Einnahmen aus dem Bereich des Waldes, unseres Plantagenwaldes, dort ein, wo wir vielleicht perspektivisch auch mal naturbelassene, naturnahe Wälder entwickeln können. Und liebe Karin, an dieser Stelle an dich ein herzliches Dankeschön. Du beackerst das Thema nicht erst seit gestern, sondern Jörg Springer, bin ich überzeugt, baut auf dich und deine Kompetenz. Ich dürfte das auch in meiner Bürgermeisterzeit tun. Und vor mir gab es ja schon mal einen Bürgermeister, den Günter Ferst. Auch zu dessen Zeiten warst du schon aktiv und hast eigentlich nicht locker gelassen, diese Themen in der Wichtigkeit und in der Wertigkeit dann auch auf die Tagesordnung zu setzen, wie wir sie heute finden. Auch das ist ein tolles Beispiel für Nachhaltigkeit, dass Bretter manchmal so dick sind, dass sie eine Weile brauchen, bis das Loch gebohrt wurde. Und da hast du nie nachgelassen. Deshalb an dieser Stelle mein ganz herzliches persönliches Dankeschön dafür. Ja, Frau Dr. Weber vom Geo-Naturpark wurde begrüßt. Und liebe Frau Dr. Weber, wir befinden uns gerade in einem Prozess, wo wir eine Vision für die nächsten Jahre entwickeln wollen. Und es ist sehr schön, dass der Geo-Naturpark so ein Konzept gerade diskutiert, das von Seiten des Odenwaldkreises eingebracht wird, dass sich gerade wirklich um das Thema Wälder, wie machen wir Wälder erfahrbar, erlebbar und wie bringen wir gerade Menschen aus dem Ballungsraum dieses Thema nahe. Das passt in die Zeit, das belegen diese beiden Hefte und es gibt viel, viel mehr Bücher, Heilcode der Natur und sehr viele andere Dinge, die sich in den Bestsellerlisten finden. Das zeigt, nicht nur die Stadt Breuberg ist mit dem Thema auf der Höhe der Zeit, was die Aktualität anbelangt, sondern alle Protagonisten hier in der Region tun das auch. Und ich freue mich da auf einen sehr spannenden gemeinsamen Weg. Ich habe mich vorhin schon mit einzelnen Vorortbegleitern unterhalten dürfen. Die freuen sich auch schon sehr auf dieses Thema, weil es ist wohl unabhängig von unserem Diskussionsprozess, das wir im Vorstand geführt haben und bei dem Workshop für die Visionsentwicklung auch schon bei den Vorortbegleitern so diskutiert worden. Insofern auch in Ihre Richtung ein herzliches Dankeschön, dass der Geo-Naturpark hier als wichtiger Partner, wie auch viele andere, der Odenwaldclub ist genannt worden, BUND, NABU, hier an dieser Stelle gemeinsam mit in die richtige und gleiche Richtung zieht. Ich wünsche uns allen einen spannenden, informativen und lehrreichen Abend und ich freue mich und ich hoffe, Sie tun das auch, das nächste Mal im Wald zu sein und mit ganz viel Wissen aus dem heutigen Abend ausgestattet, vielleicht auch den einen oder anderen Baum etwas mit anderen Augen zu sehen. Herzlichen Dank. Ich schaue gerade auf meine Uhr, 19.18 Uhr, es hieß 19.15 Uhr, sind dann beide Großworte erledigt. Da müssen wir jetzt den Uhrzeiger wieder zurückdrehen. Und ja, ich kann mich natürlich erstmal den Dankesworten anschließen. Auch, Geo, ich kann nicht mehr so Karten dann wegstecken, wenn der Landrat vor mir redet. Da ist dann die Dankesworte an den Geo-Naturpark dran. Kann ich mich natürlich anschließen. Ja, ich freue mich als Bürgermeister der Stadt Breuberg hier wirklich ein vollbesetztes Haus zu sehen. Und ich merke, der Wald bewegt Menschen. Und ich sehe hier nicht nur Breuberger, sondern wirklich Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Odenwaldkreis. Der Wald bewegt uns schon einige Zeit und darauf möchte ich auch nochmal näher eingehen in Breuberg. Ja, wir haben auch
sichtbare Spuren des Klimawandels. Wir haben jetzt zwei sehr trockene Sommer erlebt und davor waren die Sommer auch mit wenig Feuchtigkeit. Und das große Thema Fichtenbestände, Borkenkäferbefall, den haben wir auch in unserem Breuberger Waldbestand. Breuberger Wald, Stadtwald, hat insgesamt 862 Hektar Waldfläche, davon sind 823 Hektar reine Baumfläche. Und wir merken diese massive Schäden nicht nur in dem Fichtenbestand, sondern auch Lärche, Kiefer und auch Buche haben mittlerweile Vitalitätsschäden und noch schlimme Absterbeerscheinungen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wie der Klimawandel sich direkt auf unsere Umgebung einwirkt und dramatisch auch auf die Waldsituation hier in Breuberg. Und wir sind alle gefordert, jeder einzelne Bürger, Bürgerin, jeder Konsument sein Konsumverhalten zu überdenken. Die Verkehrskonzepte müssen politisch neu überdacht werden und auch, wie gehen wir mit Biodiversität und Artenschutz um. Auch da ist ein hoher Verlust der Artenvielfalt, nicht nur im Insektenbereich zu sehen, auch bei uns in Breuberg. Und ich gehe gerade mal so drauf ein, der Landrat hat gesagt, Breuberg war hier vorbildlich mit Stilllegungsflächen. Wir haben allein im vergangenen Jahr 13,7 Hektar Breuberger Waldflächen mit wertvollen alten Baumbeständen stillgelegt. Diese 13,7 Hektar ist aber nicht die einzigen Stilllegungsflächen, sondern wir haben schon insgesamt weit über 50 Hektar und 8% unseres Waldbestandes ist aus der Beförsterung herausgenommen. Das war aber auch eine Zusammenarbeit natürlich mit den Gremien, den Stadtverordneten, aber auch mit unserer Revierförsterei, die erstmal diese Flächen identifiziert hat. Und damit wollen wir schon auch gerecht werden, dass Habitatansprüche von zum Beispiel Schwarzspecht, von Kauzarten, Fledermausarten, aber auch den Käfern hier ausgewiesen werden und damit auch die Artenvielfalt möglichst erhalten werden kann. Gleichzeitig haben wir auch das Thema die globale Verantwortung. Wir sind ja nicht allein auf der Welt. Ja? Und da muss ich auch den Ball aufnehmen vom Landrat Matjaske. Wenn man jetzt Flächen stilllegt, ja, und gleichzeitig ist ja Holz auch ein nachwachsender Rohstoff. Wie gehen wir damit um? Und wir wissen, dass ganz viele Länder des südlichen Erdballs unter Brandrodungen, also da werden Flächen vernichtet und die Karl Lichtblau hat es auch im Vorwort mit aufgenommen, allein in einem Jahr von der Fläche Englands. Eine komplette Fläche, die brandgerodet wird, verschwindet vom Erdball. Das wirkt sich natürlich aufs Klima aus. Und da müssen wir natürlich auch sagen, wie gehen wir dann mit unserem 862 Hektar großen Stadtwald um? Also ganz aus der Beförsterung rausgehen, ist vielleicht für die globale Verantwortung auch problematisch. Wichtig dabei ist aber, dass man sich nachhaltiger Waldwirtschaft stellt, also auch ein Konzept drauf stellt, weder Plantagenwald noch gar nichts für die globale Verantwortung zu machen. Und das haben wir schon 2004 hier in Breuberg mit der PEFC-Zertifizierung angefangen. Das ist eine nachhaltige Waldwirtschaft, die soziale, ökonomische und ökologische Standards festsetzt. Die werden überprüft und die müssen eingehalten werden. Das ist auch gut so. Und 2019 gab es dann auch die Thematik, wie stellen wir uns dem kartellrechtlichen Holzvermarktungsurteilen an? Da fand ich, da ist der Odenwaldkreis, lieber Landrat, der hat immer gute Konzepte und vor allen Dingen eine sehr gute Solidargemeinschaft, dass nicht jede Kommune für sich schaut, wie geht ihr oder wie gehen wir mit eurem Wald um, sondern wir sind eine gute Solidargemeinschaft und haben einen eigenen Zweckverband gegründet, sodass es auch wirklich in kommunaler Hand liegt. Und kommunale Hand heißt auch, der Bürger ist ja auch mitbeteiligt und das ist wirklich ganz gut und finde ich einmalig, wie der Odenwaldkreis auch hier wieder als Solidargemeinschaft auftritt. Ja, und der aktive Umweltausschuss, der nicht nur Waldforen begleitet, sondern auch Projekt Waldhandeln als Beispiel. Wir forsten natürlich auch auf. Wir haben jetzt 100 Ebereschen aus einem Förderprogramm gepflanzt. Das ist ein ganz deutliches Zeichen, da müssen wir handeln. Und wir müssen auch schauen, gerade
Auf der Höhe zwischen dem Stadtteil Heinstadt und Bad Ammerbach müssen wir jetzt wirklich ganz schwer befallene Bäume entfernen. Aber die Frage ist auch, wir müssen da einen klimaresistenten, stabilen Wald auch wieder aufbauen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und da bin ich sehr froh, dass wir in Breuberg, und da danke ich allen Beteiligten vom Umweltausschuss, von der Stadtforenversammlung, hier uns Zeit nehmen, über Konzepte nachdenken, Konzepte aufstellen, uns auch an Förderprogramme wenden und da gezielt handeln, dass wir uns auch dieser Verantwortung stellen. Deshalb danke ich da allen Beteiligten und auch immer den Unterstützern aus dem Odenwaldkreis und freue mich, dass wir jetzt bei diesem Waldforum so einen vollen Saal haben. Das zeigt, der Wald bewegt Menschen, der bewegt uns und der ist uns auch wichtig. Ja, es ist unsere Lunge, es ist unser Sauerstoff. Und wir wollen auch nicht nur an uns denken, sondern auch an die Enkel, Urenkel, die nachfolgenden Generationen. Und das ist so das Spannende, mit dem wir uns in der Forsteinrichtung jetzt aktuell beschäftigen. Die läuft in Breuberg Ende 2020 aus und dann, sie hat ja eine Laufzeit von 10 Jahren, dann müssen wir diese ganzen Spannungsfelder, die wir in den Waldforen auch heute Abend wieder behandeln, nämlich damit einbauen. Die soziale Verantwortung, die Verantwortung für unsere Enkel, für die nachkommende Generation, aber auch die globale Verantwortung für alle anderen, die mit uns zusammen auf dem Erdball leben. Deshalb freue ich mich sehr auf die Vorträge. Es ist wieder gelungen, hier hohe Fachkompetenz reinzuhalten. Ich habe vorhin zu den Referenten gesagt, mal sehen, vielleicht haben wir heute gleich ein Konzept des klimastabilen Walds. Nein, glaube ich nicht. Das sind im Moment die Experten alle am Rätseln, aber wichtig ist, dass über Konzepte geredet wird und dass alle Aspekte einfließen. Deshalb wünsche ich uns allen einen spannenden Abend und mit vielen Ideen dann nach Hause zu gehen. Und wirken Sie weiter mit. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Herrn Matjaske und an Jörg Springer für diese Begrüßungen. Ich mache es auch ganz kurz. Unser erster Redner ist Dr. Thomas Kastner. Er ist Wissenschaftler, Sie dürfen gerne nach vorne kommen. Er ist Wissenschaftler am Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum. Also genau an dieser Schnittstelle zwischen dem Wald unter anderem, der Biodiversität in dem Lebensraum und auf der anderen Seite dem Klima, was wir als globales Phänomen beobachten. Herr Kastner leitet die Nachwuchsforschungsgruppe zu Umweltauswirkungen land- und forstwirtschaftlicher Produkte, beschäftigt sich dort eben mit der Frage an der Schnittstelle zwischen Ökologie und Sozialem, mit der Frage, was bedeutet es eigentlich, wenn